Also, ich will wissen, wer sagt denn bitte das? Die AfD hat doch gerade erst noch mal deutlich betont, dass sie dafür sind, dass sie Israel so viele Menschenrechtsverletzungen begehen kann, wie sie will. Also es ist ziemlich klar, wie diese Partei positioniert ist. Das hat bei uns auf unserer Demonstration keinen Platz. Haben Sie denn schon mal überhaupt mit einer von denen geredet, mit Frau Dr. Weidel oder mit Christoph Berndt oder mit... Wie auch immer, Sie können ja gerne Ihre eigene Demonstration machen, aber ich würde Sie gerne bitten, die Versammlung zu verlassen. Aber ich kann mich doch nicht ausgrenzen lassen hier, wenn ich selbst zufrieden bin. Sie haben nicht gewusst, dass Amerikaner sind unsere Freunde. Ja, ja. Also. Ja, ja. Ja, ja. So ungefähr. Ja, ja. Aber naja, das geht hier noch mehr. Es gibt ja genug andere Proteste, zu denen Sie gehen können. Bei aber uns sind Sie leider nicht. Warum ja, es tut mir sehr leid. So ist es nun mal. Unglaublich. Rassismus hat hier keinen Platz, weil wir stehen für die Gleichwertigkeit aller Menschen. Wer ist denn rassistisch? Erklären Sie mal. Erklären. Und wieso ist die AfD rassistisch? Würde ich mal gerne nochmal von Ihnen hören. Ich kann mich ja gerne mal anders mit Ihnen diskutieren. Aber wundert Sie ja wahrscheinlich auch nicht, dass Sie hier auf einer linken Demonstration nicht willkommen gehalten werden. Deswegen können Sie einfach woanders hin. Unglaublich, ey. Das ist mir normal, ey. Amerika. Iran ist so intelligenter Mensch. Ich habe einen Arzt gehabt. Gucken Sie doch, da drüben ist zum Beispiel der Hauptbahnhof. Aber ich kann doch hier stehen, was ist verboten, hier hinzustellen. Wir stehen doch hier schon am Rand. Sie können doch nicht stehen, was wir wollen. Da sind wir auf jeden Fall nicht willkommen auf unserer Demonstration. Aber ich fühle mich so wohl. Ich möchte aber gerne hier sein. Komische Stimmung. Das ist wir können doch mal zur Polizei gehen. Genau. Also hier kommt wirklich auch schade. Wenn da Leute bleiben und sie weiter bitten, die Demonstration zu verlassen. Unglaublich, ey. Das ist unglaublich, ey. Also wir gehen, ja? Ja, komm, lass mal eben. Unnormal, ey. Und das war jetzt mit denen. Gehst du mal schön. Was haben die Frauen denn? Na, du, da, wegen der Fahne jetzt, was? Wegen der Kontaktfahne. Ja, wegen der Fahne. Die USA-Fahne hat er. Ja, natürlich. Aber ich dachte, ja, ja, ja. Ja, die waren auch für mich. Nein, die waren hier für uns. Die waren für uns. Ja, genau. Ja. Nur die gelbe Weste nicht. AfD ist nicht erwünscht. AfD ist recht radikales Nazi. Ja. Wir dürfen keinen Frieden. Die haben ihren eigenen Frieden. Unser Frieden gilt nicht. Wir sind nur der, ihr Frieden gilt. Das sind solche Vorurteile. Ja, das sind Vorurteile. Die gucken zu viel Fernsehen, ne? Ja. Mit Rechten wollen wir nichts zu tun haben. Nein, Nazis sind ja nicht erwünscht. Und AfD ist ja auch nicht erwünscht. Ja, ja, also genau, es wäre tatsächlich... Unglaublich. Aber der Frieden hat keinen Namen. Ja. Aber andere Dinge haben Namen. Ja. Aber sie reden ja auch nicht mit denjenigen. Ja. Aber dann, wirklich keine rechten Parteien haben. Ich würde aber auch mal mit der AfD reden. In erster Linie sind wir Menschen. Ich bin fast wöchentlich im Landtag in Brandenburg. Du, das hat gar keinen Sinn. Hat Kommentar keinen Sinn, ja. Sind verblendet, ja. Gehen wir. Das ist so, wie soll ich sagen, das ist...